Moin Leute, was geht ab? Ich bin's, Ernest, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich gehe jetzt auf die Filmpremiere von Liebe Zeo. Der Liebe hat ja vor ungefähr 3 Jahren, glaube ich, angefangen, einen Film zu produzieren. How to Create a Demon. Und ja, durch Corona und durch finanzielle Probleme hat sich das jetzt ein bisschen in die Länge gezogen. Aber jetzt ist der Film fertig und ich gehe jetzt auf seine Filmpremiere hier in Berlin. Ja, ich bin wirklich ziemlich aufgeregt. Was ist mit meinen Haaren los? Holy shit. Und das bedeutet in dem Sinne auch, dass ich Zeo zum ersten Mal treffen werde. Und das ist halt dadurch, dass ich so viel mit ihm oder mit diesen 24-Stunden-Zeo-Marathon verbinde, wirklich eine besondere Situation für mich. Deswegen, wir sehen uns, wenn ich dort bin. Ach so, und natürlich, was nicht fehlen darf, ich habe mein Netox Army Hoodie an, weil ich glaube, es gibt keinen besseren Hoodie, den ich hätte anziehen können. Für so ein Event. Daraufhin erstmal die halbe Strecke zurückgerannt, weil ich mein scheiß Ticket verloren habe. Ich wäre einfach aus meiner Hosentasche gefallen. So ein Müll. Jetzt verpasse ich auch die S-Bahn. Perfekter Start. So, ich bin da. Eigentlich war ja mal die Idee, dass Jan Doni mal mitkommt. Nicht mal mitkommt, dass er mitkommt. Was auch, glaube ich, ziemlich geil gewesen wäre. Aber der hatte heute was Besseres zu tun. Übrigens, morgen ist Sonnenfinsternis. Von 11 bis 13 Uhr. Deswegen bin ich jetzt allein hier. Egal. Der Mann hat den COE schon getroffen, der muss das nicht nochmal. Der hätte nicht nur einmal getroffen. Ich bin übrigens immer noch gebrochen davon, dass er mir erzählt, yo, Alter, Zeo hat mich gerade nach Hause gefahren. In seinem Auto. Und ich stehe daneben und denke mir so, cool. Gut, also ich bin gleich da. Freue mich. So, jetzt Nevio einmal kurz aus dem Schnitt. Ich wollte kurz sagen, ich habe da jetzt nicht mehr weiter gefilmt. Heißt, ich bin ins Kino gegangen. Und Zeo stand im Stau, deswegen gab es diese Vorankündigung und ein paar Vorworte nicht, sondern es kam direkt der Film. Yoshi hat kurz gesagt, ja, Zeo ist im Stau, deswegen brauchst du kurz, deswegen eine kleine Verschiebung. Heißt, ich habe erstmal den Film gesehen und ich muss sagen, dieser Film ist einfach nur gut. Er ist richtig gut, wirklich. Ich habe von dem, was Jan mir gesagt hat, by the way, schöne Nasenlöcher, von dem, was Jan mir gesagt hat, dachte ich mir, ja, wird ein guter Film, aber trotzdem irgendwie nicht das, was es dann am Ende war. Das hat mich wirklich überrascht. Aber trotzdem, für alle, die den sehen wollen, ich bin eigentlich keine Person, die Angst hat, aber der ist extrem creepy. Ich fand den wirklich extrem creepy. Deswegen, falls ihr sehr schreckhaft seid oder irgendwie Horrorfilme nicht mögt, na, würde ich mir überlegen, den Film komplett anzuschauen. Aber er kommt Mitte November auf YouTube, heißt, zieht ihn euch rein. Der ist wirklich gut. Und jetzt erstmal weiter mit dem Video. Ganz so heftig, wie man wirklich real sowas erleben würde, aber man schafft es dann schon, sich so da reinzufühlen und sich vorzustellen, ich bin jetzt wirklich gerade in dieser Situation, was würde ich jetzt machen, wie würde ich handeln, und sehr viel am Set war auch dann spontan, dass ich dann irgendwie der Meinung war, irgendwie ich will das machen, und dann habe ich nach dem Take gesagt so, war das okay, war das cool, und dann hieß es manchmal so, nee, und manchmal war es halt so, doch, war echt krass, also es war gar nicht abgemacht, aber ich würde sagen, das lass mal so drin, das ist super geil. Sorry Leute, dass ich nochmal kurz unterbreche, aber ich wollte nochmal kurz was zu der Situation sagen. Nach dem Film, wie gesagt, gab es das FAQ und danach so ein kleines Meet and Greet, wo wir auch Fotos mit den Jungs machen konnten. Und ich muss sagen, es ist einfach krass. Ich habe tatsächlich aus Freude geheult nach dem Film, weil es einfach so überwältigend war. Ich habe mich mit dem lieben, man sieht den gerade nicht ganz gut. Da, mit dem lieben Alpha Kevin habe ich mich wirklich, glaube ich, über 10 Minuten lang unterhalten über irgendwelche Themen. Der Mann ist so sympathisch. Das ist unglaublich. Dann natürlich, Zeo ist auch so eine unglaubliche, sympathische Person, wenn man privat mit ihm redet. Und er hat mich sogar wiedererkannt. Das hat mich wirklich überrascht. Und das war einfach unglaublich schön. Deswegen, Props auf jeden Fall.
dafür. Irgendwelche weisen Worte von Theo noch? Weise Worte? Ja. Okay. Schiebe keine Filme, sondern mach die Filme lieber. Okay. Ich habe die Weisheit nicht verstanden, aber ich wünsche dir noch, wünsch noch einen wunderschönen Tag. Bleib, wie du bist. Machst du weiter. Das tut YouTube gut. Das, was du machst. Und ja, schöne Heimfahrt noch. Wünsche dir auch. Ich hab mein Recht, warte ich so lange heim und denken muss. Nö, ich wohne ja hier, deswegen. Ja. Brauche ich ein bisschen länger. Aber, ja. Alter, so Leute. Ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Mein Herz ist zwischenzeitlich gestorben. Ich habe jetzt drin nicht so viel mitgefilmt. Wir haben noch weise Worte von Theo, die ich nicht verstanden habe, aber we don't care. Wir haben Theo auf Filmkamera. Ich bin glücklich. Ich gehe jetzt nach Hause. Es war unglaublich geil. Der Film ist unglaublich gut, wenn er auf YouTube rauskommt. Bitte, Leute, schaut ihn euch an. Er ist wirklich, wirklich gut. Und ja, sonst kann ich nicht mehr viel sagen. Props an Theo und das Team, das Management dahinter. Es ist unglaublich, was die da auf die Beine gestellt haben. Auch was die Premieren jetzt angeht. Deswegen, ja, es war unglaublich. Wenn noch irgendwas mir einfällt, was ich noch irgendwie sagen will, dann starte ich jetzt hier noch dran. Wenn nicht, wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein, Leute. Ich muss erstmal auf mein Leben kommen. Oh ne, das. Tja. Einfach in den Tiefen des Nirgendwo von Berlin, weil ich in die falsche Richtung gefahren bin. Mir ist das literally in 3,5 Jahren, wo ich in Berlin lebe, noch nie passiert. Ich hasse mein Leben.